Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Betonwerk. Und ja, da ist schon das erste, die ersten Steine sind schon durch. Das heißt, da können wir direkt mal welche umladen. Schön, dass du auf jeden Fall wieder hier bist. Freue ich mich. Und wenn du dich ebenfalls schon freust auf den LS22, kannst du den über die Links in der Videobeschreibung vorbestellen. Das funktioniert dann so, dass du es auf jeden Fall, nicht so wie damals bei einem gewissen Keyseller, pünktlich bekommst und mich unterstützt. Und dich kostet keinen Cent mehr. Und zwar wirklich unterstützt. Danke dafür. Kriege dann immer einen kleinen Teil des Kaufpreises. Steine. Ja, und dann bin ich ja mal gespannt, wie das knallt, wenn wir den ersten LKW Beton verkaufen. Ah ja, Sand haben wir direkt auch noch durchgelassen. Wie praktisch. Da kommt der Zug angefahren. Der macht auch genau das Geräusch. So. Dann haben wir eigentlich alles, ne? Gut, wir müssen natürlich noch mehr davon produzieren, also von den Vormaterialien. Aber das geht ja praktischerweise hier alles. Und da läuft auch schon die Anlage. Ja, Sand und Stein. Soll es weiterhin sein. Apropos Steine, die verkaufen wir wieder fleißig. Und da hat jemand eben gefragt, wo kriegen wir denn jetzt noch Steine her? Natürlich, oben. Ne? Also, eigentlich mal einen ganzen LKW hier runterfahren. Aber davon haben wir immer noch keinen Sand. Ne? Und das ist ja ungefähr... Ach so, ja, jeder Anhänger einzeln, richtig. Ja. Ich frage mich nur, was machen wir jetzt mit so einem riesen Grundstück, was wir hier gekauft haben, wo Wald drauf steht? War ja wohl nicht abholzen, oder? Ich denke eher nicht, Tim. Nee, nee, schön ist das nicht. So. Dann nochmal Steine und dann habe ich das ausgewogen. Ich wollte jetzt gucken, ob Stein oder Sand, eins von beiden, irgendwie schneller leer wird. Wenn Sand das wäre, wäre das suboptimal. Wären es Steine, würde ich einfach einen ganzen LKW Steine reinkippen. Weil rauskommen... Tut ja tun offenbar so ungefähr immer die gleiche Menge. Achso, das waren Steine. Entschuldigen Sie. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Machen Sie sich einfach schon mal frei. Was? Dann können wir lustig,
fromm, fröhlich und frei noch einmal die Anlage betanken. Hätten wir besser mit den anderen LKWs gemacht, weil die waren ja dafür ausgelegt. Stopp. Bitte zunächst den Motor starten. Wir können den einfach eigentlich auch mal hier so abkippen lassen, aber ich glaube, der war nicht darauf ausgelegt. Das würde nicht gut enden, glaube ich. Jetzt geht das wieder los. Kleines Stück vor, nochmal. Nein, kleines Stück zurück. Nein. Warum ist der so langsam am Abkippen? Ich meine, da sind andere schneller, oder? Und was macht der Kohle-LKW? Der ist, müsste ja auch so langsam wieder oben sein. In seinem geheimnisvollen Tunnel freiliegen. Alrighty. Dim, 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 dim. Gut. Ja, wie weit müssen wir denn da wohl noch? Auf der Map mal gucken. So. Also wir sind jetzt der kleine grüne blinkende Punkt. Und der Berg ist wahrscheinlich dieses weißliche, ne? Da kann man natürlich jetzt auch ultimativ wieder erkennen. Guck mal, was wir auf der Map erkennen können. Musste ich mir, um meine eigene Männlichkeit zu beweisen, mal eben auf die Brust klopfen. So, näher kommt ihr aber nicht an mich ran. Ja, ganz schönes Stück. So. Aber wir haben auch schon ganz schön Meter geschafft. Und da vorne kommt eine Kurve. Das erinnert mich an so eine Doku. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. War das der Tox Utat? Jedenfalls, das war so eine Doku, die lief auf, ich glaube, damals NTV oder so. Und da ging es darum, dass so Forscher in den Pyramiden haben die so ein, also in den Pyramiden ist ja eigentlich schon alles bekannt, ne? Also man weiß da, so da, die, da, da ist die Grabkammer, da ist das und so vom Prinzip her sind die Pyramiden so und so aufgebaut. Aber die haben dann einen geheimnisvollen Gang gefunden. Und dieser geheimnisvolle Gang, der war halt zu schmal, als dass da ein Mensch durchpasst. Der war ziemlich lang. Dann haben die erstmal so versucht, so eine normale Kamera da hochzuschieben mit so einem langen Stab. Und dann haben die gesehen, ja, der Gang macht am Ende so eine Kurve. Das heißt, da kamen die dann nicht drum um die Ecke rum, ne? Aber in dieser Kurve lag ein alter Metallstab, offenbar von einem Pyramidenforscher von vor zig, 10, 20, 50, 100 Jahren, der stecken geblieben ist. Das heißt, da hat schon jemand mal versucht, mit so einem Stab da irgendwie drin rumzuprockeln. Und dann haben die einen Roboter gebaut. Und dann ging also ein relativ langer Teil dieser Dokumentation, die ich gerne nochmal sehen würde. Weil ich fand die wirklich spannend. Vielleicht gibt es die auf YouTube oder so. Hast du dann quasi so dieses Team begleitet, wie sie dann einen Roboter gebaut haben, der da reinfahren kann in diesen Schacht und hochgucken und schauen, welches Geheimnis dieser bis dato unbekannte Schacht an seinem Ende wohl haben mag.
Die haben sogar überlegt, dann dem Roboter so Greifarme zu geben, mit dem die dann die Schaufel, also diese Stange, die sie da gefunden haben, rausziehen, aus dem Weg ziehen können oder so. Und ja, stellt sich raus, die haben dann wirklich an einem Ende von diesem Gang dann, war da zu Ende, und dann haben die eine Platte entdeckt. Und so eine Art Steinplatte, so eine quadratische. War ist es so faszinierend, wie die Ägypter das alles so präzise hinbekommen haben. Mittlerweile wissen wir das ja, dass das wegen Stargate und so, ne? Weil ja die mit den Goa'uld und den Dings, ne? Aber damals, als die Doku lief, wusste man das noch nicht, dass das von den Leuten aus Stargate kam. Und da war dann halt wirklich so eine quadratische Steinplatte, und da waren so zwei so Dinger, so Pinöppel dran, wie so Griffe, Kupfergriffe oder ne, Messing, keine Ahnung, was gab es damals. Und das nächste Projekt dieses Forscherteams war jetzt zu überlegen, wie kriegen wir jetzt einen Roboter, der diese Platte öffnet? Und was ist wohl dahinter? Und er hat es gesehen, da war ich, weiß nicht, so 12, 14, keine Ahnung, wilde Zeit, dies, das. Und das, ja, das hat mich unheimlich fasziniert. Dieses Geheimnisvolle. Ich habe ja auch zum Beispiel Spiele wie Monkey Island in The Fate of Atlantis so geliebt. Weil das so eine Art Entdeckergeist in mir getriggert hat. Ja, und jetzt spiele ich LS, ne? Aber das triggert zum Beispiel auch Star Citizen bei mir. Um da wieder den Kreis. Also ich glaube, ich muss das mal wieder spielen. Einfach weil. Es ist so eine Welt, in die du eintauchen kannst. Und sobald sie dann wirklich anfangen können, die Planetensysteme generisch zu erstellen, was glaubt ihr, wie cool das wird, ne? Also das ist ja, dem Entdeckungsdrang sind ja keine Grenzen gesetzt. Das Problem, was die halt haben, ist der gleiche Scope Creep wie bei Cattle and Crops, dass die Entwickler an bestimmten Punkten nicht diesen Korrekturfaktor haben, zu sagen, hier, das ist jetzt zu ambitioniert. Beispiel. Sie haben ja eine Technik entwickelt, wie sie Planeten bauen. Mehr oder weniger automatisch. Jetzt hätte man zwei Wege gehabt in der Entwicklung. Man hätte sagen können, okay, jetzt haben wir dieses System. Jetzt fangen wir an, Zug um Zug die Weltraumsysteme auszurollen. Aber das Problem wurde dann irgendwann, naja, jetzt ist das schon ganz gut, aber wir wollen es noch besser machen. Und in dem Moment, wo du dann anfängst, das wieder anzufassen und besser zu machen, musst du natürlich auch die alten Planeten und so wieder überarbeiten. Aber so sehen die scheiße aus, ne? Klar. Das heißt, du überarbeitest dein System, wie du das eigentlich so generisch erstellen kannst, und dann machst du erstmal die alten Sachen wieder auf den aktuellen Stand. Und wenn du dann anfangen willst, das auszurollen, ist schon wieder so spät, dass du sagst, wir könnten jetzt eigentlich noch eine Iteration machen. Und so bist du nie fertig. Und das ist so ein Punkt, den ich auch bei Kettle und Cops so ein bisschen in der Betreuung da auch ja mal mein Feedback immer regelmäßig so gegeben, eine Zeit lang. Man kann eine Maschine in 2 Monaten, sag ich mal, bauen oder so, 3. Ne? Also hier so ein Ding hier, das ist für so einen Entwickler ist das möglich. Wenn dazu gearbeitet wird mit Texturen und Decals und so weiter. Ne? Und man kann aber auch sagen, okay, aber hier, da fehlen noch 3 Schrauben. Hier muss nochmal die Rückleuchte und so. Dann war das immer so ein bisschen, habe ich mir gesagt, so, da, das merkt kein Schwein. Aber der Entwickler ist, oder ne, wenn du so ein Entwickler bist, du bist dann so in diesem Tunnel drin von, ha, ich weiß, aber hier ist noch ein Fehler und da ist noch was und das funktioniert möglicherweise nicht, das halte ich noch zurück, weil da habe ich Sorge, dass dann Leute meckern. Es meckern immer Leute, wenn man Fehler findet, und gerade wenn man selbst programmiert oder so. Ich habe mir auch meine eigenen Sachen selber gebastelt. Ich tue mich auch schwer, die rauszugeben, wenn ich weiß, oh, so ganz perfekt finde ich dieses und jenes und das eigentlich noch nicht. Und das führt dann dazu, dass man es nie rausgibt. Ja? Wenn man das immer, ja, wie soll ich sagen, also zu perfekt gibt es ja auch nicht, ne, wenn wir ehrlich sind. Aber wo ist da die Grenze, ne? Also bis wohin? Wie oft, wie lange will man das sozusagen machen? Und wann muss man da wirklich sagen, so, das Fahrzeug ist dann und dann fertig. Irgendwann machen wir mal einen Patch, da können wir nochmal die 3 fehlenden Schrauben nochmal da reinpinseln. Aber das Fahrzeug geht erstmal raus, Leute haben ja Spaß damit und fertig. Sowas ist das Beispiel. Oder die Raumschiffe auch in Ifona, sag ich schon, in Star Citizen, ne? Dann werden die Raumschiffe immer wieder bearbeitet. Die bestehenden Versionen werden neu angefasst, statt neue zu bringen. Neue sind ja auch der Geldgeber, ne, in dem Spiel, sind wir ganz ehrlich. Und das ist auch so ein Ding. Und so werden die nie fertig. Ist so.
Weil diesen Punkt zu finden, wo ist jetzt für dieses Modell, für dieses Asset, für diesen Planeten, wo ist jetzt gut? Und wo will ich immer noch und noch mal besser und hier noch mal und da noch mal und tralala und fideralala? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und dafür hast du normalerweise so Leute wie mich, ne, die von außen drauf gucken, die immer mal wieder in so eine Entwicklung auch mit einbezogen werden, die dann ihr Feedback geben, die machen sich auch gerne unbeliebt. Ne? Also wenn ich, gerade heute übrigens, hatte ich ein Gespräch mit einem Projektleiter, eigentlich das Projekt, was mir auch am meisten Penunzen sozusagen in den Klingelbeutel wirft. Und es war an der Zeit, dass ich ihm einfach mal ganz gewaltig die Meinung zu einem Punkt sagen musste. Hat er dann auch eingesehen. Und ich finde es dann immer gut, wenn sowas passiert. Für mich ist das immer so überhaupt kein Ding. Ne? Also dann geht man damit, trinkt man eine Tasse Kaffee miteinander, ist das wieder gut. Aber manchmal müssen Sachen einfach mal auch sehr deutlich angesprochen werden. Das hatte ich heute gerade erst noch. Und weil man immer bei so Projekten in so einem Tunnel ist. Ja? Und das ist diese externe Beratung. Menschen, die sich schnell in Dinge reindenken können, ist halt wirklich da manchmal Gold wert. Oder aber man ist kritikresistent. Es soll ja auch Unternehmen geben, die das sind, und ist dann beleidigt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Wäre nicht meine. Ich bin auch nicht unbedingt immer so kritikfähig, das weiß ich. Aber diese Kritik habe ich mir angenommen. Hä? Inception. Leute, nicht kritikfähig ist, wie toll ihr mich unterstützt auf Gardero Plus. Vielen Dank dafür. Wir haben da übrigens mittlerweile Jahreskunden. Die haben, glaube ich, jetzt mittlerweile auch die Monatskunden überholt. Also vielen lieben Dank dafür. Und ich habe überlegt, ob ich nicht die Jahreskunden, die also so ein Jahresding abgeschlossen haben, ob ich die auch nochmal in die Bauchbinde aufnehme, weil es eine längere Bindung ist und ein Vertrauen in die Sachen, die wir machen. Mal schauen. Jedenfalls vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bis zum Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst einen Daumen da. Tschüss und bis bald.